Ja, wir grüßen euch wieder mal vom Wasser. Samstagabend, mittlerweile im Jahr schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben jetzt schon Mitte Mai. Wir sind jetzt wieder ein bisschen der Zeit voraus, weil wir jetzt für das Sommerheft quasi drehen. Es geht heute um die Einsteigertipps. Und ich hatte euch ja beim letzten Mal gesagt, dass wir noch gar nicht so wirklich wissen, was das Thema in dem nächsten Heft sein wird. Wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben natürlich auch die Medien beobachtet und darauf geachtet, was im Moment so vielleicht auch von euch gefragt ist, was ein Thema sein könnte, was euch interessiert. Wenn man sich ein bisschen umhört, fällt immer wieder das Wort, der Begriff Catcare. Ja. Wir haben uns überlegt, vielleicht wäre das was, was wir heute in unseren Einsteigertipps einfach mal behandeln können. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff Catcare? Ist es wirklich nur, den Fisch auf der Matte zu wässern? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die man vor dem Fang, während dem Fang und direkt nach dem Fang beachten kann, damit es dem Wels möglichst gut bei der Sache geht? Wir müssen uns nichts vormachen. Es ist ganz klar, dass der Fang von einem Wels dem Wels immer in gewisser Weise schadet, ihm keine Freude bereitet. Und es liegt an uns, möglichst viel dafür zu tun, dass der gefangene Fisch, sofern wir ihn zurücksetzen wollen, möglichst wenig Schaden, am besten gar keinen Schaden, davonträgt. Ja, und das ist eigentlich auch schon ein saugutes Stichwort, wenn wir ihn zurücksetzen wollen. Ihr wisst ja alle, in Deutschland ist Catch and Release verboten. Wir müssen die Fische abtöten. Natürlich würde es den einen oder anderen geben, der sagt, das mache ich nicht. Und ich setze meine Fische auch weiterhin zurück, genau wie ich das auch im Ausland darf und mache. Wie ihr das letzten Endes machen sollt, das können wir euch nicht sagen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er mit seinem Fang macht und was er mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Wir wollen heute einfach nur die Gelegenheit nutzen, um euch zu zeigen, was ihr machen könnt, um die größtmögliche Gesundheit des Fisches zu gewährleisten, wenn ihr eure Fische zurücksetzen wollt, damit ihr die Fische nachhaltig releast, also nicht einfach schwimmen lassen und man weiß nicht, was passiert. Gut, zu einem gewissen Prozentsatz kann man es nie ausschließen, dass dem Fisch im Nachhinein noch was passiert, aber man kann eben als Angler auch gewisse Dinge tun, die dazu beitragen, dass der Fisch wieder gut ins Wasser zurückkehrt, sich wieder einleben kann und keinen weiteren und langfristigen Schaden davonträgt. Und genau diese Dinge wollen wir jetzt mal durchgehen. Und worum es sich da handelt, seht ihr jetzt im Folgenden. Ja, wir sind ja jetzt, wie gesagt, am Wasser. Und um euch das Thema Catcare anschaulich zu zeigen, brauchen wir natürlich auch im Idealfall einen Fisch. Wir werden jetzt gleich unsere Montagen ausbringen und hoffen natürlich, dass die Nacht was geht. Weil ich denke, die Praxis anhand von einem Beispiel zu zeigen, ist immer schöner, als in der reinen Theorie zu bleiben. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe und ihr seid dabei. Also, vielleicht bis später. Ja, wir haben ja gerade gesagt, dass wir durchleuchten wollen, wo Catcare eigentlich anfängt, ja, oder beziehungsweise was es alles umfasst. Wir haben uns Gedanken gemacht und eigentlich muss man sagen, dass die Versorgung des Fisches schon beim Fangen angeht, sprich bei den Montagen. Ja. Damit meine ich jetzt ganz konkret, wie können wir die Verletzung, die der Fisch durch die Haken davonträgt, so klein wie möglich halten. Eigentlich ganz einfach, indem wir mit so wenig Haken wie möglich angeln. Wenn ich jetzt ein Vorfach knüpfe mit 3 oder 4, 5 Nuller Trillinge, die sich während dem Trill komplett im äußeren Maulbereich vom Fisch vernageln, ihm die Kopfhaut aufreißen und sonstige Verletzungen zuführen, dann habe ich schon ein Problem mehr geschaffen für den Fisch, um später wieder klarzukommen. Ja, und deswegen verwenden wir eigentlich seit längerer Zeit schon fast ausschließlich nur noch Montagen mit einfachem Haken. Es ist einfach mindestens genauso effektiv. Ich behaupte mal ganz frech, es gibt nicht viel mehr Fehlbisse, als wenn ich mit anderen Systemen angel. Wenn der Wels den Köder will, dann nimm den. Ja, es gibt natürlich Phasen, wo es besser ist, dann schon noch einen Trilling dazu zu hängen. Einen, nicht zwei oder drei. Auch bei großen Köderfischen, also wir fischen mittlerweile auch große, richtig große Köderfische, nur mit 2 Haken. Wenn man die richtig anbringt, greifen die genauso gut wie 5. Und das ist einfach so ein Ansatz, den wir immer befolgen, den ich jetzt auch heute Abend befolge. Ich habe jetzt hier ein U-Posen-Vorfach, Standardlänge, Einzelhaken dran und dann geht die Sache los. Jetzt wird gleich die Rute ausgelegt und
Dabei kann ich euch direkt nochmal einen weiteren Aspekt von Catcare zeigen. Beim Auslegen habe ich immer meine Wartstiefel an. Das natürlich einfach vermeidet, dass die Hose dreckig und nass wird. Aber wenn wir jetzt bei unserem Thema bleiben, sind diese Wartstiefel oder manchmal sogar auch die Warthose eine absolut nützliche Hilfe, um den Fisch einfach schonend zu versorgen. Wir haben durch diese Stiefel oder durch die Hose einfach die Möglichkeit, zu dem Fisch in sein Element reinzugehen. Wir müssen ihn nicht für jeden Handgriff an Land befördern, sondern wir können im Prinzip alles, was wir machen wollen, Haken lösen, zum Beispiel im Wasser machen. Des Weiteren sind natürlich solche Stiefel oder auch die Warthose eine absolut nützliche Hilfe, wenn ihr Fotos machen möchtet. Gerade wenn ihr Wasserfotos machen wollt, bei etwas kälterem Wasser, ist es sehr unangenehm für euch und dann helfen euch diese Stiefel, den kleinen Pipi-Mann zu umgehen. Wir haben die Routen jetzt ausgelegt. Bevor wir uns jetzt zum gemütlichen Teil des Abends begeben, treffen wir meistens noch so ein paar Vorbereitungen. Zum einen legen wir uns die Abhakmatte, die wir dann brauchen, wenn wir einen Fisch am Ufer landen möchten. Legen wir uns die Abhakmatte parat, damit wir sie immer direkt griffbereit haben. Und genauso gibt es dann auch noch die Lösezange, die haben wir euch ja auch schon mal vorgestellt. Mit der kann man halt Haken, die relativ tief sitzen im Rachen, noch ganz gut aushebeln und lösen. Und also besonders bei kleineren Fischen. Und dann gibt es auch noch das Anleihenseil. Wie gesagt, das Anleihen wollen wir später wieder aufgreifen und noch genauer durchleuchten. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, wir legen immer ein Anleihenseil dazu, denn wir leihen unsere Fische an. Und das sind so die Utensilien, die wir brauchen. Genau wie ein Eimer Wasser, damit wir die Matte, nachdem wir sie ausgebreitet haben, auch schön nass machen können, damit wir den Fisch nicht irgendwie schleimhauttechnisch gefährden. Und das sind dann die Utensilien, die wir brauchen, wenn es nachts zur Sache geht. Wir legen das deshalb jetzt schon aus oder so hin, griffbereit hin, damit es einfach nachts flüssiger laufen kann. Es ist meistens so, wenn man nachts aus dem Schlaf gerissen wird, dann muss man eh erstmal gucken, dass man irgendwie klarkommt. Und wenn man dann noch ewig anfangen muss zu suchen, ja, wo ist die Zange, wo ist die Matte, wo ist das Seil, wo ist der Eimer mit Wasser, das bringt nichts. Und sollten wir den Fisch schon in Ufernähe haben, kann es sogar sein, dass es dem Fisch schadet, weil er unter Umständen schon eine gewisse Zeit lang ohne Matte irgendwo drauf liegt oder aus einer Unachtsamkeit irgendwo draufgezogen wird. Und das muss nicht sein, man kann es vermeiden, wenn man ein bisschen vorausdenkt. Und genau deswegen gehen wir so vor. Und da wir normalerweise immer zu zweit unterwegs sind, haben wir ja auch immer die Versorgungsutensilien in doppelter Ausführung dabei. Und das machen wir uns dann zunutze, indem wir einen kompletten Satz in einem der Boote verstauen. Weil es kann ja auch sein, dass ihr für einen Drill ins Boot müsst. Und dann ist es natürlich cool, wenn ihr dort genau dieselben Sachen liegen habt, die ihr auch am Ufer zur Verfügung habt. Und deshalb kommt auch ins Boot ein Eimer, damit ihr notfalls Wasser reinschöpfen könnt. Dann könnt ihr den Fisch auch bedenkenlos reinziehen. Dann auch hier noch ein Anleihenseil, um den Fisch schon im Boot bei der Rückfahrt versorgen zu können. Die Abhakmatte, um dem Fisch den hundertprozentigen Schutz zu bieten. Eine Lösezange haben wir auch noch im Echolot liegen, um die Haken dann im Boot lösen zu können. Und wichtig ist dabei, dass man immer Ordnung hält. Denn nur wer Ordnung hält, kann effektiv und zielgerichtet arbeiten. Ja, so schnell geht dann die Nacht doch vorbei. Es war eine ungemütliche Nacht mit viel, viel Regen und wie ihr seht, geht hier ein Seil ins Wasser. Das heißt, wir waren aber trotzdem erfolgreich. Insgesamt haben wir 2 Fische gefangen, nicht die allergrößten, aber für das, was wir euch zeigen und erklären wollen, eigentlich optimal. Wir hätten euch auch gerne die Drills gezeigt, die jetzt nicht so besonders spektakulär waren, aber es hat wirklich so extrem geregnet, dass wir das einfach nicht hingekriegt haben. Wir haben die Kamera nicht ausgepackt. Und ja, egal, wir zeigen euch jetzt trotzdem eigentlich das, worum es uns geht, um Catcare. Ein Fisch, den ich hatte heute Nacht, der hatte ein kleines Problem. Das passiert auch schon relativ häufig. Also ich habe es jetzt so lange, wie ich auf Welsange schon öfter erlebt. Man zieht den Fisch hoch, man greift ihn, holt ihn ins Boot. Und man stellt fest, da kommt was ganz Ekelhaftes, Komisches aus dem Maul raus. Denkt man, was ist das denn? Ist das ein Geschwür im Maul? Nein, das ist kein Geschwür, sondern das ist der Magensack, der sich quasi umgestülpt hat. Und das passiert, wenn die Haken relativ tief sitzen, man dann da Druck aufbaut, durch die Rute zieht und dadurch
quasi stülpt sich der Magen nach außen. Das ist eigentlich kein großes Problem. Man darf da auch nicht in Hektik oder Panik verfallen und auf gar keinen Fall jetzt einfach irgendwo die Schnur durchschneiden und den Fisch wieder weglassen, sondern es macht definitiv Sinn, den Fisch von den Haken, die im Magen sitzen, zu befreien. Das ist zwingend erforderlich. Ihr dürft den Fisch nicht zurücksetzen, ohne die Haken dort entfernt zu haben, weil der Fisch wird verenden. Ja? Das ist aber kein Problem. Man muss halt gucken, dass der Partner da zur Hand geht. Am besten macht man das wirklich zu zweit. Das heißt, einer stabilisiert den Fisch und der andere kann dann am besten mit den Fingern, auch ohne Zange, ganz vorsichtig in den Magen, an den Magen reingehen, gucken, wo die Haken sitzen, die Haken lösen. Und man wird feststellen, wenn man da unaufgeregt und entspannt rangeht, geht das in der Regel relativ einfach und schnell. So, und wenn die Haken gelöst sind, nimmt man die Haken zur Seite, damit man sich nicht mehr daran verletzen kann. Und dann ist es wichtig, dass ihr den Magensack vorsichtig mit der Hand wieder zurückschiebt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr langsam beginnt zu schieben, wird der Magen immer weiter im Rachen des Welses verschwinden. Irgendwann ist er weg, der Fisch sieht aus wie ganz normal und dann kann das weitere Versorgen vonstatten gehen. Also keine Panik, wenn der Magensack umgestülpt ist. Es gibt aber nicht nur den Fall, wo sich der Magensack nach außen stülpt und wir den Haken dann vom Magensack entfernen können, sondern es gibt auch Situationen, in denen der Waller, besonders wenn man mit zweihakigen Systemen angelt, das heißt mit Einzelhaken und Drilling, in denen der Waller dann diesen Drilling so weit verschluckt, dass die Schnur quasi hinten in diesen Schlund reinführt und in den Magen und wir sehen den Haken schon gar nicht mehr. Wir wissen gar nicht mehr richtig, wo wir anpacken sollen. Ich habe schon oft mitbekommen oder gehört, dass Leute hingehen und dann aus Verzweiflung den Haken abschneiden und denken, naja, vielleicht kommt er ja durch. Aber das ist halt genau der falsche Weg, denn wir wollen ja den Fisch irgendwie sehr, so gut wie es geht behandeln und das ist dann definitiv keine Option. Ihr könnt das relativ einfach machen, so ähnlich wie Sven schon eben gesagt hat, dass ihr mit einem Angelpartner zusammen, also der Angelpartner stabilisiert den Wels. Das geht am besten, indem man sich eine Warthose anzieht, die macht er nass, kniet sich dann über den Wels drüber und hält ihn quasi zwischen den beiden Knien zusammen, sodass hier die beiden Brustflossen liegen und der Fisch halt nach hinten rausfällt. So ist er gut stabilisiert und kann eigentlich nicht viel machen und kann sich vor allen Dingen nicht so gut um seine eigene Achse drehen. Das ist der Part des einen und der andere hat nur die Aufgabe, langsam und konzentriert ins Maul zu greifen, bis hinten hin. Da kommt dann dieser, ja, ich würde fast sagen, schließmuskelartige Körperteil des Wallers. Da könnt ihr dann, also das ist der Schlund, da könnt ihr dann reingreifen. Am besten macht ihr dazu die Finger zusammen. Vor allen Dingen bei kleineren Fischen ist das eher eng. Dann könnt ihr dann reingreifen und ihr werdet an der Schnur, also geht an der Schnur entlang und dann werdet ihr irgendwo merken, ich komme am Ende an und merke eine Hakenspitze. Wenn ihr den habt, dann könnt ihr den Haken einfach ganz vorsichtig rauslösen. Das Magengewebe ist nicht unbedingt sehr fest, also das geht nicht sehr schwer. Ihr könnt das mit ein bisschen Gefühl gut rausdrehen. Meistens ist ja eh nur einer, der drin hängt. Ihr könnt ihr dann gut raushebeln. Und wenn er dann draußen ist, ist es wichtig, dass ihr mit den drei Fingern, also Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, einfach die Spitzen des Hakens verdeckt. Ja. Wenn jetzt hier noch eine Schnur dran wäre, könnte ich das schön in meine Handfläche einklemmen und mit den drei Fingern dann die Hakenspitzen so verdecken, dass sie beim Rausziehen nicht mehr greifen können. Wenn ich das jetzt einfach abmache und ziehe es dann raus, geht nicht, weil das legt sich irgendwo wieder an die Haut an und greift direkt. Wenn ich aber verdecke, gehe ich keine Gefahr ein. Ich ziehe das Ganze langsam wieder raus und habe den Fisch vom Haken befreit. Was noch wichtig ist, das ist für euren Schutz noch gut, wenn ihr mit Mehrfachhakensystem angelt, also mit Einzelhaken und Drilling. Und der Drilling hängt hinten drin. Dann tut euch den Gefallen und schneidet die Schnur ab. Lasst den Einzelhaken nicht dran und greift dann rein. Weil wenn der Waller mal sollte anfangen zu rotieren, dann wird es halt ganz schnell problematisch, weil der Einzelhaken dann wahrscheinlich irgendwo in der Höhe hier von eurem Arm liegt. Und wenn der Waller sich dann dreht, kann es halt sein, dass er hier ein Piercing, ein unfreiwilliges Piercing bekommt. Und das wollt ihr ja mit Sicherheit nicht. Und zum Schluss nochmal. Während der ganzen Aktion ist es ganz wichtig, sau unaufgeregt zu sein. Also lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, entspannt euch und macht das Ding mit Ruhe, weil wenn ihr Ruhe ausstrahlt, dann strahlt auch der Fisch Ruhe aus und dann funktioniert das alles reibungslos, ohne große Verletzungen und ihr habt den Fisch befreit von seinem unfreiwilligen Piercing. Ja, letztes Jahr war ich in Frankreich zum Fischen an der Rhone und da ist mir Folgendes passiert. Ich habe mehrere Fische hochgedrillt. War so ca. 8 Meter Wassertiefe
relativ gleichmäßige Strömung, guter Sauerstoff. Und es war bei jedem Fisch so, das gleiche Phänomen zu sehen. Die Fische kamen hoch und die hatten alle extrem aufgeblähte Bäuche. Der Bauch war ganz, ganz fest, wenn man drauf gefasst hat. Nicht so, wie wenn er jetzt viel gefressen hat, dann sind das ja meistens solche kleinen Knubbel und Dellen am Bauch, sondern es war wirklich eine komplett aufgeblähte Kugel. Und ja, wir wussten erstmal nicht, was da los ist. Dann haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und haben überlegt, naja, wahrscheinlich hat der Fisch einfach nur Luft im Bauchbereich. Ja. Und dann haben wir halt Folgendes versucht. Der Hannes hat das ja vorhin erzählt mit der Operation, wenn man die tiefsitzenden Haken löst, hinten im Magenbereich. Wir haben im Prinzip genau das Gleiche gemacht. Einer hat den Waller am Maul fixiert und ich bin dann reingegangen mit der Hand und habe diesen vom Hannes so schön beschriebenen Schließmuskel einfach geöffnet. Und dann kamen wirklich relativ viele Luftblasen raus, langsam nacheinander kamen die da raus und mit jeder Luftblase wurde der Bauch des Wallers wieder normaler, dünner. Und wir haben das so lange gemacht, bis keine Luft mehr ausgetreten ist. Der Bauch hat sich dann normal angefühlt, der Waller hat sich dann auch wirklich innerhalb von kürzester Zeit wieder ganz normal verhalten und so hatte der Fisch kein Problem mehr. Das haben wir bei den anderen Fischen, die wir dort gefangen haben, eben auch gemacht und so konnten wir verhindern, dass die Welse durch diesen aufgeblähten Bauch ein schwerwiegendes Problem bekommen, weil bevor wir das gemacht haben, haben wir versucht, den zu stabilisieren und sie auch wieder schwimmen zu lassen. Und die haben sich immer wieder an der Oberfläche auf den Rücken gedreht, was ja völlig normal ist. Der Fisch war ja komplett aufgeblasen. Er konnte, obwohl er es versucht hat, gar nicht mehr runter zum Grund schwimmen, weil einfach viel zu viel Luft, viel zu viel Auftrieb vorhanden war. Also so könnt ihr euch in so einem Fall behelfen, auch denn die Hand in den Rachen, den Schließmuskel, den Halsschließmuskel ein bisschen dehnen, sodass die Luft entweicht. So lange warten, bis die Luft draußen ist und dann hat der Wels kein Problem. Und darum geht's. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Matte auszubreiten. Wir wollen die Fische von der vergangenen Nacht gleich fotografieren. Und da muss man natürlich Vorbereitungen treffen. Ich achte jetzt darauf, dass ich einen Platz auswähle, wo nicht allzu viel spitze Gegenstände auf dem Boden liegen. Das heißt, keine spitzen Steine, keine spitzen Stöcke oder irgendwas, was den Fisch durch die Matte noch irgendwie verletzen könnte. Hier der Platz eignet sich eigentlich ganz gut. Wenn noch ein paar Äste da sind, hole ich die weg. Ihr seht, hier steht das hoch. Das hole ich raus. Dann geht das wunderbar. Und so habe ich eben eine große Fläche. Ideal sind eben große Abhakmatten. Die ist jetzt, glaube ich, 2 auf 3 Meter. Da kann der Fisch, wenn er drauf liegt, auch ruhig mal schlagen oder sich ein Stück zur Seite bewegen. Das macht überhaupt nichts. Dann liegt er nicht direkt im Dreck, sondern ist immer noch wunderbar geschützt. Wichtig ist aber, die Abhakmatte, die nutze ich nur dann was, wenn sie auch wirklich nass ist. Und damit meine ich halt nicht nur, dass man hier irgendwie sagt, naja, der Fisch ist nicht groß, ich mache nur einen Quadratmeter nass. Nee, das Ding muss flächendeckend nass sein und auch ruhig noch einen zweiten und dritten Eimer nehmen. Weil ihr wisst nicht, wo der Fisch vielleicht mal hinrutscht während der Fotosession oder wenn er schlägt, wo er hinkommt. Der muss komplett geschützt sein, das ist wichtig. Nur dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr das Maximale getan habt, um den Fisch zu schützen. Die gleiche Vorgehensweise würde jetzt sich auch anbieten, wenn ihr einen Drill vom Ufer aus habt. Nur, dass ihr dann die Matte natürlich nicht irgendwo hinlegt, sondern ihr legt sie am besten so ans Ufer, dass sie noch teilweise im Wasser hängt und dass ihr den Fisch dann vom Wasser direkt auf die nasse Matte ziehen könnt. Da müsst ihr dann sogar, wenn das nicht gerade ein Steilufer ist, müsst ihr den Fisch gar nicht mal ganz rausziehen aus dem Wasser, sondern könnt ihn einfach nur, sag ich mal, bis zum Bauch draufziehen, löst den Haken, lasst ihn entweder direkt schwimmen, macht direkt ein Foto oder leint ihn eben an. Und das Ganze ohne den Fisch jemals komplett aus dem Wasser genommen zu haben. Das zu der Sache und jetzt holen wir den Fisch. Ja, dann würde ich sagen, zeigen wir euch mal den Fisch. Wenn ihr Fische anleint und die am nächsten Morgen zu euch holen wollt, achtet bitte darauf, dass ihr da nicht am Seil zieht, wie als wenn es um Leben und Tod geht, sondern schaut immer drauf, wie der Wels reagiert. In der Regel haben die sich bis zum nächsten Morgen, wenn der Fisch in der Nacht gebissen hat, echt erholt. Die sind quasi total fit, so als wäre nie irgendetwas passiert. Und die nehmen halt auch ab und zu mal Schnur und dann wirklich ruhig mal einmal mehr Schnur geben, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber wenn wir jetzt hier anfangen, sehen wir, jetzt hat der Fisch geschlagen, lasse ich ihn nochmal gehen. Wenn wir jetzt hier anfangen und ziehen zu sehr, dann werden wir ja dem Fisch die Schlinge im Maul einfach zuziehen und er wird sich dadurch eventuell verletzt. Ja. Und ich gehe davon aus, wenn wir jetzt wirklich wieder viel ziehen, gerät der Fisch wieder noch mehr unter Stress. Ja. Deswegen jetzt wirklich den Fisch langsam holen. Das ist jetzt kein großes Exemplar,
bei einem wirklich kapitalen Wels kann diese Prozedur wirklich einige Minuten dauern. Und die Zeit solltet ihr euch auch nehmen. So, jetzt ist der Fisch da. Und Hannes hat ja vorhin schon gesagt, dass wir die Matte am Ufer vorbereiten. Aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist nicht nur das Versorgen auf der Matte mit Bewässern und so weiter, sondern auch der Weg vom Wasser zur Matte. Dabei ist es wichtig, dass ihr auf keinen Fall einen Platz zum Fotografieren auswählt, der jetzt 300 Meter von dem Ufer entfernt ist, dass ihr den Fisch jetzt noch über die Vegetation transportieren müsst. Ja? Also wirklich ufernahe Plätze zum Fotografieren auswählen, das ist in der Regel überall möglich. Und zum Transport vom Wasser auf die Matte haben sich hier wirklich diese, ja man kann sagen, Leichensäcke aus LKW-Plane bewährt. Die gibt es mittlerweile auch von verschiedenen Herstellern. Das ist wunderbar. Die sind im Prinzip nur nach einer Seite geöffnet, haben vorne und hinten eine feste Begrenzung, wo man den Fisch reinziehen kann, wie in eine Tasche reinlegen kann. So. Und dann wirklich klasse gelöst ist, dass diese Teile auch solche Tragegriffe haben, wo man dann wirklich den Fisch mit mehreren Personen, wenn es ein größer ist, ein großer Fisch ist, einfach auch ganz easy und einfach transportieren kann. Die Matte hat nach unten Ablauflöcher, das heißt, es wird das Wasser, was man jetzt mit schöpft, wird abfließen, aber der Fisch liegt wirklich feucht in der befeuchteten LKW-Plane und dem Fisch passiert so definitiv nichts. Und darum geht es uns. So, Hannes hilft mir. Und zu zweit geht es viel einfacher. Diese Säcke werden ja ganz gerne als Wiegesack verkauft. Also grundsätzlich wiegen wir nie Welse. Wir messen lediglich die Körperlänge und verschaffen uns einen Überblick, ob der Fisch gut gebaut ist oder ob er eher schlank ist. Aber wiegen, das vermeiden wir. Also es ist uns nicht so wichtig. Und ihr seht es hier jetzt vielleicht noch ganz kurz als kleine Ergänzung. Ihr seht, in dem Sack ist jetzt noch jede Menge Wasser. Der Fisch liegt quasi jetzt noch im Wasser, obwohl er schon auf der Matte ist. Und das ist wirklich die optimale Situation. Ja, ist perfekt. Also hier ist wirklich schon fast ein Fließgewässer unter dem Fisch. Optimal, kann man Forellen einsetzen. So, ganz kurz noch. Der Fisch ist immer noch am Seil. Wir haben euch ja schon auch in den anderen Ausgaben viel zu unserem Seil erklärt. Wir nehmen halt diese Selbstbaumodelle und wichtig ist es, egal für welche Variante ihr euch entscheidet beim Anleihen, dass ihr den Bereich vom Seil, der durch das Fischmaul geht, einfach schützt. Dazu haben sich diese Gummischläuche, diese Hartgummischläuche aus dem Aquarium- oder Teichbauzubehör total bewährt. Die zieht man einfach über die Schnur drüber und so ist die Schnur nicht in direktem Kontakt mit dem rauen Schlund, mit den Zähnen, kann sich nichts aufreiben, die Zähne können nicht abbrechen und das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. So, weiter geht's. So, wir hatten euch ja jetzt zum Fotografieren, wie man die Fische hält und welche Positionen sich da anbieten, hatten wir euch ja schon mal auf einer Einsteiger-DVD ein Special geliefert, extra zur Fotosession, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht nochmal im Detail ein. Was ich vorhin vergessen habe, was aber extrem wichtig ist, wenn die Fische auf der Matte liegen, achtet darauf, dass ihr den Fisch niemals unbeaufsichtigt lasst. Es passiert wirklich, der Fisch liegt ruhig, man denkt alles easy, alles entspannt und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden explodiert der Fisch, dreht sich und dann passiert es, dass er von der Matte rutscht, im schlimmsten Falle in den Kies oder in den Sand, ja, oder ins Holz. Was natürlich dann genau die ganze Arbeit, die wir im Vorfeld uns gemacht haben, um den Fisch zu schonen, zunichte macht. Weil der kleinste Kontakt mit diesen Dingen kann schon dazu führen, dass die Schleimhaut sich verletzt und dass der Fisch bleibende Schäden davon trägt. Deswegen den Fisch niemals unbeaufsichtigt auf der Matte lassen. Und insbesondere, wenn ihr den Fisch wässert, sind diese Momente gegeben, wo er dazu neigt zu explodieren. Also, ihr wisst, worum es geht. So, hier kommt nochmal Wasser. Prima, Hannes. Also, bevor ich den jetzt ein bisschen anhebe, kriegt er nochmal Wasser. Wie immer reichlich davon. So. Damit ich jetzt nicht mit meiner halbtrockenen Hose Kontakt zum Fisch kriege, lege ich mir die nasse Matte hier drüber. Mein Plan ist es jetzt der, dass ich meine Ellbogen einfach aufstütze. Das ist ein kleinerer Fisch, den kann ich, denke ich mal, noch so hochheben und den Fisch einfach so kurz anhebe. Der Hannes macht dann ein Foto und dann lassen wir ihn wieder schwimmen. Ja, bevor ich das mache, muss ich ihn aber umdrehen.
So, also beim Anheben auch ruhig, entspannt vorgehen und immer darauf achten, was der Fisch macht. Wenn ihr merkt, der Fisch krampft, lasst ihn lieber nochmal ab. So, jetzt ist er in der richtigen Lage. So, also, so hätte ich jetzt den Fisch. Hannes holt jetzt schnell die Fotokamera. Machen wir noch zwei Bilder und dann können wir ihn wieder schwimmen lassen. Die Fotos sind im Kasten. Jetzt darf der Kollege wieder schwimmen, bevor er wieder rein darf ins Wasser. Noch eine kleine Anmerkung. Ihr habt gesehen, ich habe den jetzt hochgehoben. Bei so kleinen Exemplaren könnt ihr das machen. Wenn ihr wirklich die Dinge beachtet, die wir euch vorher gezeigt haben und ihr in der Lage seid, den Fisch zu halten und zu stabilisieren, ist das kein Problem. Bei größeren Fischen ist es einfach am einfachsten, für den Fisch am schonendsten, wenn ihr den gar nicht anhebt, wenn ihr ihn einfach auf der Matte liegen lasst. Da könnt ihr euch alleine oder zu zweit oder zu dritt einfach daneben oder dahinter setzen, macht zwei Bilder und lasst ihn wieder schwimmen. So, das ist jetzt der zweite Fisch der Nacht. Normalerweise hätten wir jetzt diese Größenkategorie nicht angeleint, aber wir wollten euch ja heute was am Fisch zeigen und da war es halt wichtig, dass wir auch Fische haben, egal in welcher Größenordnung. Ich wollte jetzt hier noch mal kurz darauf eingehen, dass es wichtig ist, wie ihr die Fische auf der Matte behandelt. Also ihr seht ja jetzt zum Beispiel, bei Welsen ist es ja meistens so, dass sie die Brustflosse mit ihrem vorderen, sehr harten und festen Strahl richtig brutal abspreizen, wenn ihr sie auf die Matte zieht. Ja, das ist nicht bei jedem so, dass er das einfach so leicht anlegen lässt, sondern es gibt auch welche, die spreizen halt einfach komplett ab und dann solltet ihr vermeiden, ihn dann auf diese Seite zu legen. Es ist selten so, dass beide Seiten steinhart sind und legt ihn dann am besten immer auf die Seite, wo das Ganze flexibel ist. Und wenn ihr ihn ablegt, legt ihn nicht einfach drauf, sondern klappt die Flosse an und legt ihn erst dann drauf. Bei so einem kleinen Fisch ist das jetzt noch nicht so schlimm, aber wenn ihr einen richtig großen Fisch habt und die ist abgespreizt und ihr legt ihn drauf, dann kann es sein, dass die Flosse nach vorne hin abknickt und er verletzt sich. Und dadurch ist er dann manövrierunfähig im Wasser. Und was das bedeutet, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen. Ihr kennt alle die Strömung der Flüsse. Wenn ein Fisch nicht mehr koordinieren kann, was er macht, dann wird er irgendwann früher oder später verenden. Und wenn es nur ist, weil er nicht mehr richtig jagen kann. Und wenn wir schon gerade beim Thema Flossen sind, vielleicht noch gerade was ich erwähnen möchte. Man sieht oft, wenn man Fischfotos sieht, dass die Fänger die Fische dann so an den Brustflossen hier packen und dann so vor sich hochhalten und teilweise wirklich bis in Brusthöhe heben, auch große und schwere Fische. Und jeder, der schon mal was vom Hebelgesetz gehört hat, der wird wissen, dass es passieren kann, wenn man hier vorne greift und dann dieses schwere Gewicht hochzieht, dass es einfach Klack macht und wir das Ding nach vorne hin abknicken. Und das wäre genau dieselbe Verletzung, die ich vorhin schon beschrieben habe, wenn wir falsch ablegen. Deshalb, wenn ihr unbedingt ein Foto wollt, wo der Fisch senkrecht vor euch steht, dann geht ins Wasser, setzt euch so tief rein, dass das Wasser bis über dem Bauchnabel steht und dann greift ihr mit zwei Fingern einfach nur hier drunter. Ja, also ihr seht, ich berühre mit der Hand den Strahl gar nicht. Ich greife nur mit zwei Fingern hier in den Wulst, in die Flossenwurzel und das reicht absolut aus, um den Fisch zu stabilisieren. Wenn ich das auf der anderen Seite auch mache, dann habe ich den fest im Griff, da kann nichts passieren und dann kann ich den so halb aus dem Wasser heben. Das heißt, der Fisch ist nachher auch nur bis hier aus dem Wasser, weil ich ja selbst im Wasser sitze und dann kann ich das Ding vor mich legen und ihr werdet merken, dass dann auch nicht das ganze Gewicht vom Fisch nach unten zieht, sondern eben nur relativ wenig, weil er ja selbst noch im Wasser ist. Und das ist natürlich dann optimal, weil so belastet ihr ihn gar nicht. Ihr geht der Sache mit dem Hebel aus dem Weg, weil er den Flossenstrahl gar nicht anfasst, sondern hier unten packt und ihr reduziert das Gewicht, was am Fisch zieht und ihn verletzen würde. Und dadurch könnt ihr dann seriös und nachhaltig arbeiten. Wir haben dann jetzt nach der Fotosession wieder mit dem Sack und viel Wasser zum Wasser zurück befördert. Jetzt lassen wir ihn raus und wir wollen den Fisch jetzt zurücksetzen. Wenn ihr die Fische released, ist es auch ein wichtiges Detail, dass ihr nicht den Fisch ins Wasser reinschiebt und einfach denkt, okay, alles klar, Thema erledigt, mach's gut, sondern dass ihr euch einfach auch da Zeit nehmt, dem Fisch die Zeit gebt, bis er sich wirklich wieder an sein Element gewöhnt hat und bis ihr auch den Eindruck habt, der Fisch ist fit und kann unbeschadet davon schwimmen. So, der bewegt sich jetzt schon, also hier ist es jetzt überhaupt kein Problem. Und ihr seht, ich zeige das noch ganz kurz, bevor ich ihn gehen lasse. Der hat jetzt hier schon
die Barteln nach vorne gestellt. Das ist eigentlich ein sicheres Zeichen, weil diese Barteln sind ja, ist ja das Orientierungs, mit eines der Orientierungsorgane vom Wels. Und wenn er die nach vorne streckt, orientiert er sich, er nimmt seine Umgebung wahr und das ist für uns ein Zeichen, der Fisch kann wieder schwimmen. So. Das heißt, ich lasse ihn jetzt einfach gehen, gucke, dass er gerade und schöner kann schwimmen. So, und das ist der schöne Moment. Der Fisch schwimmt weg. Man hat das Gefühl, man hat alles getan, was man machen konnte, damit man den Fisch nicht über die Maße hinaus schadet. Und ja, was jetzt da im Wasser passiert, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir müssen halt immer hoffen, dass der Fisch, der wegschwimmt, auch überlebt. Ich habe es euch ja im Verlauf des Films jetzt schon mehrmals gesagt, dass wir noch einmal auf das Anleinen im Speziellen eingehen. Ihr habt es gesehen, wir leinen an. Wir stehen auch dazu. Ihr habt gesehen, wie wir anleinen. Und ich möchte jetzt einfach noch ergänzend dazu sagen, dass es eben neben dem richtigen Seil und den richtigen Sicherheitsmaßnahmen eben auch darauf ankommt, dass ihr den Fisch, also wo ihr den Fisch anleint, dass ihr den Platz, wo der Fisch angeleint wird, dass der sauber ausgewählt ist. Es gibt Beispiele, es ist mir auch schon passiert, mir ist ein Fisch am Seil gestorben, weil ich ihn an einen Platz gelegt habe, wo auf dem Grund Faulschlamm war. Das war zwar an der Strömungskante, aber in dem kleinen Rückdreher, der da war kaum Sauerstoff. Das ist der einzige Punkt, wie ich es mir erklären kann, dass der morgens tot war. Es war scheiße, aber es ist halt passiert und es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Man kann daraus nur lernen. Deshalb, weil ich schon Lehrgeld bezahlt habe und das war nicht schön, sage ich euch, wählt den Platz gut aus. Und das hat nicht nur mit Faulschlamm zu tun. Auch Plätze, die zu stark durchströmt sind, wo der Fisch nicht zur Ruhe kommt, sind ganz schlecht. Dann werdet ihr sehen, dass der Fisch irgendwann anfängt sich zu drehen, weil er sich nicht mehr in der Strömung halten kann und wird dann auch irgendwann früher oder später einfach verenden. Genauso müsst ihr aufpassen, dass an dem Platz, wo ihr den Fisch hinlegen möchtet, kein Hindernis ist. Es ist völlig klar, wenn ihr den Fisch zurücksetzt, dass der dann wieder ins Holz marschiert, in den Unterstand, weil er sich schützen will. Und wenn er da das Seil hinterherzieht und verknotet sich dann da in 5 Ästen, die da liegen, dann kriegt er den morgens nicht mehr raus. Wenn es flach ist, 2 Meter tief oder 3 ist Wasser, könnt ihr zur Not noch tauchen und versuchen, ihn da irgendwie rauszukriegen. Das ist aber auch schon nahezu unmöglich. Wenn es tiefer ist, dann habt ihr sowieso keine Chance. Und deshalb wählt das mit Bedacht aus. Und was ich noch sagen möchte, was eigentlich für uns so der Hauptbeweggrund ist, warum wir eigentlich anleinen, wir sind der Meinung, dass das Anleinen an sich überhaupt gar nicht schlimm ist für den Wels. Ja? Die richtigen Fehler, die den Fisch nachhaltig beeinträchtigen, die passieren bei dem ganzen Weg vom Drill über das Abhaken, dann übers Transportieren auf dem Boot, auf dem Land, auf der Abhakmatte, ob man auf die Kleider legt oder nicht und wie man wieder zurücksetzt. Das sind die Punkte, die entscheiden, ob ein Fisch langfristig beeinträchtigt wird oder eben nicht und nicht dieser reine Anleihenprozess, weil ein Anleihenprozess, das ist einfach nur ein Seil mit Schlauch drüber, was absolut keinen Schaden verursachen kann im Fischmaul, das legt ihr dem Waller an und dadurch kann niemals was passieren. Der Fisch liegt ab und wird sich am Seil erholen, das ist absolut kein Problem. Nur er kann sich halt nicht von Sachen erholen, die er ihm vorher zugefügt hat. Und dann die Schuld, dass der Fisch verendet, komplett aufs Anleinen zu schieben, das finde ich halt relativ lächerlich. Ich kann nicht den Fisch anleinen und am nächsten Tag fotografiere ich ihn mit trockenen Klamotten, legen mir aufs trockene T-Shirt, finden dann 3 Wochen später, der Fisch ist tot und dann sage ich, ja gut, ich habe ihn halt angeleint, das war scheiße. Nee, der Fehler ist passiert auf der Matte, wo er den Fisch auf die trockenen Klamotten gezogen hat. Das ist nämlich die richtige Scheiße und da müsst ihr echt aufpassen. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, das muss jeder machen, wie er will und wie er das für sich für richtig hält, aber das sind so die Dinge, die wir darüber denken und das ist halt, das ist unsere Meinung. Und was man vielleicht noch sagen kann, die ganze Geschichte hier mit dem Fisch zurücksetzen ist natürlich in Deutschland verboten. Das müsst ihr beachten. Ihr solltet das auch beachten, sonst macht ihr euch strafbar. Im Ausland ist es erlaubt, teilweise sogar erwünscht. Und wie ihr das letztendlich handhabt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da sollte jeder seine eigene Meinung haben. Und wie die letztendlich aussieht, das liegt individuell an jedem selbst. Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Ja, ich sag vielleicht auch noch zum Schluss in zwei, drei Sätze. Nach unserer Meinung sind die Hauptgründe, warum Fische sterben nach dem Fang, nicht, wie der Hannes schon gesagt hat, der Anleihenprozess, sondern es sind entweder Übersäuerung der Muskulatur beim Drill, wenn der Fisch extrem sich angestrengt hat. Das ist wie beim Sport, wenn man sich über die Maßen anstrengt,
übersäuert die Muskulatur. Wenn der Körper es dann nicht schafft, diese Muskelsäure abzubauen, führt das quasi zum Zusammenbruch von einem Stoffwechsel, vom Kreislauf, und der Fisch stirbt. Weiterer Punkt kann sein, tief sitzende Haken, die wir nicht gelöst haben. Vielleicht dort, wo der Fisch einfach über längere Zeit nicht mehr fressen kann, die ihn verhindern, dass er Nahrung zu sich nehmen. Das kann auch eine Ursache von einem Welssterben sein. Und eben das, was wir am allereinfachsten vermeiden können, ist tatsächlich diese Geschichte mit der Schleimhaut. Wirklich diese Schleimhautbeeinträchtigung, die Schäden, die dadurch entstehen. Der Fisch, der eine Schleimhautbeeinträchtigung, einen Schaden hat, der wird nicht zwei Tage später sterben, sondern das ist ein nachhaltig langer Prozess, der vielleicht mehrere Wochen, vielleicht auch mehrere Monate dauert. Ja, man muss vielleicht einfach dazu auch sich weitere Gedanken machen, warum hat denn der Wels so viel Schleim auf sich? Ich meine, der Wels ist ja definitiv, jeder, der schon einen Wels gefangen hat, weiß das, ein Fisch mit einer extrem dicken Schleimschicht. Und das ist nicht aus Spaß oder aus Zufall von der Natur so eingerichtet, sondern der Wels ist ja ein Fisch, der ganz oft im Holz sich bewegt, in Grundnähe sich bewegt, zwischen Hindernissen und Pflanzen, an Steinen sich bewegt. Und deswegen hat der Wels einfach eine dicke Schleimschicht auf seinem Körper, die ihn schützt. Ja, und wenn wir jetzt als Angler diese Schleimschicht beschädigen, das heißt unterbrechen, dann wird der Fisch dort an dieser Stelle, wo die Schleimhaut weg ist, einfach anfällig sein für das Eindringen von Bakterien und anderen Krankheitserregern, was wiederum dann eben einfach zu Krankheiten und im schlimmsten Falle zum Sterben führen kann. So, und bevor wir euch jetzt entlassen, ganz kurz noch zusammengefasst, Catcare, ihr habt es gesehen, es gibt einige Dinge, die wir beachten können. Kurz zusammengefasst würde ich jetzt einfach sagen, das ist der Drill, bei dem Fehler gemacht werden können. Man darf nicht über die Maßen hinaus lange drillen. Man sollte gucken, dass man den Drill möglichst zeitnah beendet. Dazu bietet sich dann auch in der Regel der Bootsdrill an. Dann ist man wirklich schneller beim Fisch, hat ihn schneller unter dem Boot, kann ihn viel besser kontrollieren und auch schneller landen. Das andere ist die tief sitzenden Haken. Versucht die immer zu entfernen, selbst wenn ihr da mal in den Magen, in den Schlund reingreifen müsst, macht das mit Ruhe. Mit Hilfe, lasst euch von eurem Partner helfen. Ihr bekommt eigentlich 99,9% der Haken raus. Also ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass ein Haken, der im Schlund irgendwo sitzt, dass ich den mit der Hand nicht lösen konnte. Ja. Das hat zwar manchmal ein bisschen länger gedauert, aber lieber da mal 3-4 Minuten investieren, als zu sagen, ah ja, ich habe keine Chance, ich schneide den Fisch ab. Ja? Also das war der zweite Catcare-Aspekt. Und natürlich, wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt und ich sage es jetzt einfach nochmal, weil uns das einfach sehr am Herzen liegt, achte darauf, dass ihr die Schleimhaut vom Fisch nicht beschädigt. Ja? Und ganz zuletzt noch ein kleiner Hinweis bezüglich Fotosession, wenn ihr Fotos macht, achtet immer auf das Wetter. Je wärmer die Wetterbedingungen sind, je mehr die Sonne scheint, je wärmer die Außentemperatur ist, desto kürzer sollte oder darf die Fotosession auch nur ausfallen. Ja? Denn im Winter bei kaltem Wassertemperatur macht es dem Fisch auch nichts aus, wenn er mal 1-2 Minuten länger beim Landgang ist. Aber im Sommer bei warmem Wetter kann eine Minute zu viel schon den Tod bedeuten. Also am besten macht im Sommer Wasserbilder, lasst den Fisch komplett im Wasser und holt ihn gar nicht ans Ufer. Ja? Also wir haben jetzt mit Sicherheit nicht alles beleuchtet, was man zum Catcare, zu dem ganzen großen Thema sagen kann. Was ich vielleicht abschließend noch sagen kann, wo ich weiß, dass ich für uns beide spreche, geht vernünftig, geht vorsichtig, verantwortungsvoll mit den Welsen um und schaut, dass die Kreatur Wels möglichst wenig Schäden durch unseren Fang davonträgt, weil nur dann haben wir auch gewährleistet, dass wir auch in Zukunft schöne Fische fangen können, dass wir uns daran erfreuen können. Und darum geht es uns ja eigentlich. Das war jetzt im Prinzip das, was wir euch zum Thema Catcare sagen wollten. Das ist ein großes, aber auch ein wichtiges Thema. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, sagen Tschüss. Bevor wir jetzt die Kamera ausschalten, nochmal ein kleiner Hinweis oder auch nochmal eine Bitte an euch. Habt ihr irgendein Thema, was euch interessiert, was wir bei den Einsteiger-Tipps mal behandeln können? Dann lasst uns das wissen, schreibt uns eine Mail. Ihr könnt uns auch bei Facebook erreichen. Wir würden uns freuen, wenn wir einfach wirklich so nah an euch dran sein können, auch in Zukunft, dass wir genau die Themen behandeln, die euch tatsächlich interessieren. Also scheut euch nicht, schreibt uns eure Vorschläge und vielleicht machen wir ja genau euer Thema schon in der nächsten Cats Illustrated. Also, macht's gut, bis bald, wir sehen uns. Ciao Leute.